Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Willkommen zum Thema Abriss und Neubau 2024. Hier ist das Folgevideo Teil 2 mit dem Titel Der neue Gleisplan. Zunächst erstmal meine grundlegenden Gedanken zum erstellten Gleisplan. Was sollte der Gleisplan beinhalten? Die Maße der Anlage sind ja vorgegeben, also zwei Module, die dann zusammengefügt eine Anlagenfläche von 3,50 Meter mal 1,80 Meter ergeben. Erstens, es sollte wieder ein Schattenbahnhof entstehen, allerdings im Gegensatz zur alten abgerissenen Anlage, diesmal mit jeweils fünf Abstellgleisen, zuzüglich einem Durchfahrtsgleis. Das wäre dann pro Fahrt jeweils ein Gleis mehr, als meine alte Anlage damals aufwies. Zweitens mindestens drei Paradestrecken und wenn ich noch die Auffahrt berücksichtige mit der großen langen Brücke über dem Bahnhofs dann wären es sogar vier Paradestrecken, weil die vierte dann in Richtung Haltepunkt führt. Drittens lange Gleisabschnitte für den Bahnhofsbereich, damit auch sehr lange Züge durchfahren können. Und letztendlich viertens, wie schon erwähnt, wieder eine separate Ebene für den Haltepunkt. Ich zeige hier zur besseren Verständlichkeit mal jeweils die einzelnen Ausschnitte zur Gleisgestaltung. Kommen wir zum ersten Punkt, der Schattenbahnhof. Also jeweils sechs Gleise, fünf davon zur Abstellung. Ein Gleis zur Umfahrung. Welches Gleis dafür gewählt werden wird, das steht heute noch in den Sternen, ob nun die oberen oder die unteren, schauen wir mal. So, wir haben jedes Mal die Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof, rechts und links. Wir beginnen einfach mal auf der linken Seite. Also die Ausfahrt führt dann zur Paradestrecke Nummer 1 hier mit der braunen Farbe gekennzeichnet. Da ich die doppelte Gleisführung noch im Bestand habe, habe ich mich hier dazu entschlossen, diese jeweils in den Paradestrecken einzubauen, um auch ein Abzweigen der entsprechenden Züge eventuell gewährleisten zu können. Ja, es war nicht ganz so einfach gewesen, die Höhenunterschiede unter Einhaltung von Mindestdurchfahrtshöhen zu gestalten. Hat ein bisschen sehr viel Arbeit gemacht, um das alles hinzubekommen. Aus diesem Grund sehen wir auch hier in der violetten Farbe einmal, na, ich sage mal, Schwungkohlen, um dann über die Paradestrecke 2 hier in der türkisfarbenen Darstellung mit anschließender Steigung in Richtung Einfahrt Bahnhof hier in grün dargestellt. Im Übrigen, ich habe nie Steigungsverhältnisse von 2,5% überschritten. Kommen wir zum Ebenenbereich, auf dem sich Bahnsteig und diese Bahngleise sowie dann später die Stadt sich befinden wird. Wie man hier erkennen kann, es gibt vier Abstellgleise, einmal auf der rechten Seite unten, auf der rechten Seite darüber sich befindend. Dann haben wir einmal ein nicht weiterführendes Gleis ganz unten links mit 83101 Artikelnummer gekennzeichnet. Das wird dann später mal die Zufahrt zum Bahnbetriebswerk werden mit dem Einsatz der Drehscheibe beim Lokschuppen.
Ansonsten drei Gleise für den Personenverkehr. Von oben beginnend Gleis 1, darunter Gleis 2 und nochmal darunter Gleis 3. Dazwischen, zwischen 2 und 3, wird sich dann der Bahnsteig befinden. Und oben auf der linken Seite ebenfalls nicht weiter fortführend bei 83107. Das wird dann die Ausfahrt in Richtung Haltepunkt. Hier auf diesem Bild einmal die zu erwartenden Längen meiner Gleise im Bahnhofsbereich, also oben beim Gleis 1, 1 Meter und 13, die 2 mm vernachlässigen wir mal. Darunter sich befinden 1,38 Meter, dann 1 Meter und, naja, man kann fast sagen 1,75 Meter, 1,63 Meter, 1,31 Meter, 99,5 cm. Und die unteren beiden Gleise dienen eigentlich nur dem Rangierbetrieb bzw. der Umfahrung der entsprechenden belegten Gleise. Wir verlassen den Bahnhofsbereich auf der linken Seite und müssen jetzt natürlich einen erheblichen Höhenunterschied überwinden. Deshalb auch die sehr, sehr große, lange orangene Gleisführung, um runter auf den Ebene Nullbereich wieder zu gelangen. Im vorderen Bereich mit diesem leichten Doppel-S, das ist dann die Zufahrt zur sogenannten Paradestrecke 3. Und somit gelangen wir dann wieder in den Schattenbahnhof. Dann wenden wir uns der Ausfahrt aus dem Bahnhofsbereich in Richtung Haltepunkt zu. Das wäre dann die gelbe Gleisführung unter Verwendung einer sehr, sehr langen Brückenanlage. Entsprechende Gleisführung für Pendelbetrieb oder auch für Rangierbetrieb, für Abstellung von kleineren Zug. Garnituren. Ich denke da zum Beispiel an mein Kühlhaus, welches ja wieder aufgestellt wird, dann des weiteren Lagerhallen und so weiter und so fort und entsprechende kleine Häuschen, Eigenheime und na, lassen wir uns mal überraschen. Ideen sind viele vorhanden. Hier ist der Gleisplan mit allen Ebenen. Ihr seht also schon ein ganz schönes Wirrwarr, entsprechend viele, viele, viele Meter an Gleislänge. So, dann, wie im letzten Video schon angekündigt, werden wir mal eine Führerstandsmitfahrt über die gesamte Anlage vornehmen, mithilfe von Windtrack. Los geht's! Auf Gleis 3 im Bahnhofsbereich. Wir fahren also sozusagen aus dem Bahnhof hinaus. Hier sind noch einige kleine Fehler drin, aber die spielen keine Rolle. Und gelangen sozusagen über eine Stahlträgerbrücke auf den Paradestrecken 3 Bereich. Ab geht's in den Tunnel oder auch nicht sichtbaren Bereich. Ihr seht schon etliche Meter, um ganz einfach die Höhen zu überwinden. Müssen ja auch sehr weit nach unten kommen, bis auf Gleis 0, Ebene 0.
So, dann geht's noch einmal rum. Und wir gelangen in den Schattenbahnhof. Hier seht ihr also die sechs Gleise für diese Fahrtrichtung. Auf der linken Seite ebenfalls sechs Gleise. Durchfahren den Schattenbereich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und vielleicht auf der rechten Seite das Durchfahrtsgleis für den Schattenbahnhof. Dann setzen wir die Zugfahrt mal weiter fort. Raus aus dem Schattenbahnhof. Eine etwas leichte kleine Steigung und wir gelangen auf die Paradestrecke 1. Wieder in den nicht sichtbaren Bereich zum Schwung holen und der Überbrückung von, naja, fast 10 cm. Links herum. Die Ausfahrt aus dem Tunnelbereich und Paradestrecke 2. Wieder in den nicht sichtbaren Bereich und viel Schwung holen zur Höhenbewältigung. Und wir gelangen dann rechts herum in Richtung eine nicht ganz so sichtbare Paradestrecke. Deshalb habe ich diese auch nicht erwähnt. Da hatte ich dann bestimmte Ausgestaltungen vorgenommen gehabt auf meiner vorangegangenen Eisenbahnplatte. Und gelangen dann letztendlich wiederum in den Bahnhofsbereich. Wir fahren jetzt mal auf Gleis 1 ein. Warum Gleis 1? Ganz einfach, ich möchte euch ebenfalls noch mitnehmen auf der Fahrt in Richtung Haltepunkt, also Ebene 3. Und los geht's. Halten uns also rechts. Das wäre dann die sogenannte eventuelle Paradestrecke 4. Und wir biegen in den Bereich der großen Brückenkonstruktion ein. Machen einen Linksschwenk und es erfolgt die Einfahrt in die Gleisführung des Haltepunktes.
So, liebe Modellbahnfreunde, das war dann sozusagen auch noch die Führerstandsmitfahrt mit Windreck. Ich hoffe, ihr habt etwas Gefallen gefunden an meiner Gleisführung bzw. an meinem Gleisplan. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben abgeben. Und wenn ihr weiter verfolgen möchtet, wie der Baufortschritt weiter voranschreitet, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Bleibt schön neugierig. Ich sage Tschüss und gutes Gelingen mit eurer Modelleisenbahnanlage.